Herzlich willkommen beim Wien TFA. Ich bin Sina Abed, der Veranstalter von Prelude for Writing. Prelude for Writing ist eine Literaturreihe. Es wird getanzt und Musik wird improvisiert. Mehr dazu sehen Sie jetzt. Ich war schon auf einigen Lesungen in meinem Leben und ich finde, es läuft eben immer gleich ab. Es ist jemand, der da sitzt und vorliest. Und ich finde das ein bisschen langweilig, weil es immer gleich abläuft. Und die letzten Male habe ich mit der Tanzgruppe Klaus zusammengearbeitet und wir haben da zweimal eigentlich ein neues Konzept entworfen, wie man eine Lesung anders gestalten könnte und vielleicht interessanter. Traut euch, die Augen zu schließen, so lange, bis ihr den Klang der Klarinette wieder hört. Und durch gedrückten Gaspedal raste er mit zu Fische Chip. 5 Uhr morgen, als die Fischer die Sirene fanden. Und um diese Uhrzeit war ja sehr schon länger wach. Während sie an den Ständen vorbeispazierten. Take care, darling. Kommt drauf an, was du für Ansprüche stellst, sagte Karl. Ich schreibe Geschichten und ich tanze Geschichten. Ich habe jetzt im Mai kam ein Kurzgeschichtenband heraus, der Kauz. Das sind 7 Kurzgeschichten, die an ganz unterschiedlichen Schauplätzen spielen, quer über den Erdball. Und in den Geschichten finden Begegnungen statt zwischen Leuten und die bewirken dann etwas in den Leuten. Ich glaube, das ist so das verbindende Element in dem Kurzgeschichtenband. So, es sind fantastische Geschichten und sie sind ein bisschen abenteuerlich oder ich hätte gern, dass sie abenteuerlich wären. Jede Geschichte kann politisch sein. Das kommt dann darauf an, wer sie liest, glaube ich, und was dann auch in den Text hineininterpretiert wird. Also ich glaube, Kunst ist immer irgendwie politisch. Den Kauz habe ich unter meinem Künstlerinnennamen geschrieben, der lautet Simon Gurel. Und Simon Gurel habe ich mich nicht genannt, weil ich gerne ein Mann sein wollte. Also ich bringe irgendwie gern Chaos ins Normale. Und es ist eben nicht üblich, dass eine Frau einen Männernamen trägt. Und ich verstehe das irgendwie als... eigentlich habe ich mich von Judith Butler inspirieren lassen, die eben sagt, alles, was nicht die Norm ist, ist willkommen. Also außerhalb von Lesungen sind wir eigentlich meistens auf der Straße zu finden, zum Beispiel derzeit auf Zebrastreifen. Dort rollen wir, kriechen wir, gehen rückwärts, springen wie Frösche, also machen alles, was man sonst normalerweise nicht auf dem Zebrastreifen macht. Einfach um den Raum zu beleben, um Leute zu animieren, mal sich anders zu bewegen, als man üblicherweise sich bewegt. Sprache ist Bewegung, Bewegung ist Sprache und bewegte Bilder. Bilder, die, wenn man sie liest, im Kopf sind und wenn man sie tanzt, sichtbar werden. Ich habe jetzt zum ersten Mal sowas improvisiert mit Tanz. Das war sehr schön. Normalerweise spiele ich mit der Band Papa Woods. Und danke, dass ich da eingeladen wurde. So tonight at Culture Café Nazim, we've brought together a project where people have worked together. They've gained new skills and experiences which are transferable in the marketplace, and we're looking to support people to move into better employment, particularly to move off of job seeking status by gaining new skills and experiences in events like this and then find work in the community. The focus of Vienna Hub now is on optimizing people, places and projects. What brought tonight's event about was a desire to allow people to contribute in their local community according to their passion, and through working as a team on a project, tonight's the first in a series of events and we're on the lookout for other suitable artists to perform in the future.
Thank you.